Hallo, willkommen. Donnerstag, Zaubertag und heute mal aus meinem Museum wieder. Ich habe ja doch einige nette Zuschriften bekommen, leider nicht in die Kommentare, aber das ist ja auch jetzt egal. Man wollte doch noch ein bisschen mehr sehen aus der oder über die Sammlung. Und das will ich gerne tun und euch noch ein bisschen was zeigen hier im Museum Bellachini, weil es wirklich eine sehr, sehr schöne Ausstellung geworden ist und ich mache mal so einen kleinen Rundgang und zeige mal ein paar Exponate. Hier habe ich also ein Bild auf Leinwand aufziehen können. Da ist der Becherspieler ganz am Rand. Ein weiteres Bild, das Original hängt im Louvre in Paris, zeigt den Becherspieler, die Becherspielerin, besser gesagt. Und hier ist ein sehr, sehr schönes Bild, auch eine sehr schöne Darstellung. Und dort ist ganz links der Becherspieler zu erkennen. Darunter sind Vitrinen, unter anderem hier mit der Zeitschrift Pan, in der Marvelli das Becherspiel gezeigt hat. Natürlich darf das Becherspiel von Kurt Volkmann nicht fehlen, das heißt das Buch. Ein recht eigenartiges Gebilde mit dem Becherspieler. Das ist eine Schreibtischgarnitur. Im Hut oben konnte man die Feder reinstecken. In der kleinen Trommel befindet sich die Tinte, in der Truhe befindet sich der Sand, mit dem man dann das Geschriebene löscht. Löschpapier gab es damals noch nicht. Hier die Trompete ist eine Petschaft, das habe ich glaube ich schon mal gezeigt. Und oben auf diesem Becher ist ein kleiner Zauber und da drückt man drauf, dann klingelt es. Diese Figur gab es mal zum FISM-Kongress 88. Ich weiß leider bis heute nicht schon, wem sie angefertigt worden ist. Holzschnitte des Petrarca-Meisters. In einem Buch gefunden, dort ist diese Abbildung, die den Taschenspieler dort hinten zeigt. Unter dem Kapitel von Kurzweil der Schalksnamen. Das gab es dann noch in einem großen Facsimile-Band nochmal zu sehen. Eine Uhr mit dem Becherspielmotiv dort ist auch zu sehen. Das ist mein Blickfang mit dem vergrößerten Titelbild einer Bellachini-Broschüre mit dem Becherspiel davor. Und worauf ich habe 2020 in der Ausgabe Je Bessière von Bill Kalouche einen großen Bericht entdeckt. Das ist der Das steht es hier und da gab es auf der Seite 76 einen Bericht über diese Abbildung. Lieber Sextus von 1514. Und da bin ich sehr stolz. Ich habe dann lange danach gesucht, nach dieser Abbildung und habe sie auch gefunden. Und zwar mit dem kompletten Buch. Ich glaube, das ist sehr selten, dieses Buch. Also ich habe es noch bei keinem anderen Sammler entdeckt. Das ist also das komplette Buch von 1415 mit dieser Abbildung des Becherspiels. Das war also in einem Buch, in dem, das nannte man Lieber Sextus Delicatum von 1514, eine Sammlung kirchenrechtlicher Dekrete. Das geht auf Papst Bonifatius dem 8. zurück und verbietet Geistlichen das Auftreten als Zauberkünstler. Und es ist erstaunlich, dass es halt mit diesem Becherspiel illustriert wird. Darüber noch ein paar andere Bücher aus der Zeit. Und hier sieht man auch in diesem Buch sehr schön die Becherspielformen, die also wirklich noch gar nicht mit unseren heutigen Bechern zu vergleichen sind. Was auch dazu gehört, was auch wohl selten zu sehen war, sind die Formen. Die habe ich von Willi Seidel Junior bekommen, aus denen das Becherspiel herausgearbeitet wird. Die Platine, eine erste Grundform, eine zweite Grundform und hier aus Holz das Modell für die endgültigen Becher. Künstlerisch natürlich auch von einigen wenig gezeigten Bildern, wie hier das von Maurizio Minuzzi.
Das ist eine Lithografie, angeregt durch Alexander Adrion. Der hat diesen Künstler in Köln kennengelernt in den 70er Jahren. Und das hier ist ein recht seltenes Blatt. Das ist die Auflage, also die Auflage ist 90 Exemplare. Und das ist die Nummer 64. Eine höhere Auflage hatte dieses Bild von Bruno Bruni. Das nennt sich Magic Afternoon von 1981. Mit dem Becherspiel drauf, also eine Interpretation des Bosch-Bildes. Soweit also ein Eindruck vom Museum Bellachini mit der Sonderausstellung zum Thema das Becherspiel. Für die Laien eine Erklärung zu dieser Urillusion. Natürlich mit Protagonisten. Und vielen weiteren Exponaten. Ich freue mich auf einen regen Besuch. Das war also ein kleiner Einblick in die Ausstellung. Das Geheimnis der drei Ballen, zu dem es auch dieses große Katalogbuch gibt. Wir sehen uns. Tschüss. Das war Donnerstag Zaubertag.